runter einzufangen, die war bis zur letzten Minute gegeben. Und praktisch wenige Sekunden vor dem Abpfiff ist es passiert. Jakubik, der eingewechselte Spieler, hat hier ausgeglichen, hat das Torverhältnis auf 3:3 ausgeglichen. Und jetzt ist hier ein Nachspiel notwendig. Zweimal 15 Minuten beginnen. Und sollte in der Verlängerung keine Entscheidung fallen, dann käme es zu einem Elferschießen. Also die Nerven beider Mannschaften werden hier noch stark strapaziert werden. Kasacionok, Baumeister, Josef Sara, Martinez, Prohaska. Die Austria hat jetzt noch einen weiten Weg nach Paris. Anderlecht ist bereits im Finale und zwar durch einen 2:0-Sieg über Twente Enschede, wie ich soeben hier von meinem Assistenten Sepp Graf erfahre. Also ein Finalist steht mit Anderlecht fest. Wer wird der zweite sein? Austria Memphis oder Dynamo Moskau? Die Russen haben sich natürlich durch dieses Tor in letzter Sekunde jetzt gefangen. Das hat ihnen Auftrieb gegeben und Kraftreserven haben sie bestimmt genügend. Sie gelten ja als besonders konditionsstark, athletisch durchgebildet und jetzt psychisch auch wieder aufgerichtet. Bei der Austria könnten sich jetzt die Austauschmanöver rächen, die in der Schlussphase vorgenommen wurden. Dadurch wurde die Mannschaft ja zerrissen, aber das ist eben das Wabankspiel, das Trainer Hermann Stessel eingegangen ist. Baumeister.
gespielt sind. 5 Minuten in der Verlängerung. Austria führt mit 2:1. Aber der wahre Spielstand ist 3:3. Birkner. Im Grunde ist die Ausgangsposition jetzt die gleiche wie zu Beginn dieses Spieles hier. Die Austria muss ganz einfach ein Tor schießen, will sie in das Finale des Europapokals der Cupsieger vorstoßen. Paritz. Das gibt einen Freistoß für die Austria. Martinez. Keine ganz saubere Attacke von Tormann Gontar. Aber ich glaube, die Szene war doch nicht elfmeterreif. Kasacjonok, Prohaska. Wir schauen es uns noch einmal genau an. Ja, da hat sich Tormann Gonta nach dem Ball gehechtet. Jedenfalls, das war am Rande eines Elfmeters, während ja jene Entscheidung in der 40. Spielminute nach dem Foul an Paritz ganz eindeutig zu fällen gewesen wäre, nämlich Elfmeter. Es hat keinen Sinn, jetzt vergebenen Möglichkeiten hier nachzuweinen. Die Aufgabe ist es, über das Nachspiel in das Finale des Europapokals der Cupsieger zu kommen. Zuschauer pfeifen jetzt etwas. Sie werfen damit der Mannschaft von Dynamo vor, zu wenig zu tun. Prohaska. Ein herrlicher Schuss. Aber auch er hat nichts eingebracht.
Ein Schuss von Pospisil, glaube ich. Jawohl. Fünf Minuten noch bis zum letzten Wechsel. Die Austria in diesem Nachspiel bisher etwas initiativer, aber doch fällt dieses Nachspiel gegenüber dem Hauptmatch sozusagen ab. Es ist im Augenblick eher abwartend gestaltet von beiden Mannschaften. Ein Foul von Petrushin an Prohaska. Freistoß muss wiederholt werden. Baumeister. Pospisil. Wieder Baumeister. Ein Fehler, der Ball sprang ihm vom rechten Fuß. Jakubik, der Torschütze. Und eine Riesenchance für Martinez. Und auch den Nachschuss bringt er nicht an. Dorman Gonta hat diesen Bombenschuss von Martinez abgewehrt. Die größte Chance jedenfalls im Nachspiel bisher. Überraschend kommt Martinez noch an den Schuss. Bombt drauf, los, schießt den Tormann an und kommt nicht mehr zum Nachschuss. Prohaska für Josef Sara. Der Nachschub aus dem Mittelfeld fehlt jetzt bei der Austria. Obermeier mit letzter Kraft und Anstrengung sich hier noch dem Ball entgegengeworfen. Pospisil. Baumeister, Martinez, Birkner für Baumeister, zurück zu Birkner, Baumeister. Prohaska. Zu riskant angegangen von Obermeier. Kasatschonok. Zwei sowjetische Angriffsspitzen laufen mit und Prohaska hat die Situation bereinigt. Kein Abseits. Paritz. Paritz und der Haken war überflüssig. Das Ganze in der 14. Minute des Nachspiels. Insgesamt die 104. Minute in diesem zweiten Semifinalspiel. Noch eine Chance für Paritz. Kasatschonok.
Diese Flanken sind brandgefährlich von Dynamo Moskau. Morales. Pospisil. Zeretelli. Und 15 Minuten sind um, 105 Minuten gespielt. Letzter Wechsel. Noch einmal Beifall hier von 70.000 Zuschauern für die Wiener Austria. Letzter Ansporn für die letzten 15 Minuten. Man versucht, der Mannschaft noch einmal Auftrieb zu geben. Das Publikum stand ja wie ein Mann heute hinter dem österreichischen Fußballmeister. Hier jetzt die Müdigkeit zu überwinden, das ist das große Kunststück, das die Austria zustande bringen muss. Und sie spürt wahrscheinlich nicht nur den Kräfteverschleiß, sondern sie spürt nach wie vor den Schock, der sie in letzter Sekunde des Hauptspiels doch noch aus dem Finale zurückgewiesen hat, vorläufig zurückgewiesen hat. Prohaska, ein Pressball und Robert Zara hat ausgebessert. Morales. Wieder Morales. Dynamo Moskau hat in der Meisterschaft erst ein Spiel gespielt, hat Pokalspiele hinter sich, ist aber erst am Beginn der Saison. Vielleicht kann die Austria größere Kraftreserven hier jetzt ausspielen. Warten wir, was die nächsten 13 Minuten hier bringen. Immer wieder Austria. Die Zuschauer stimmen Schlachtgesänge an. Sie werfen sozusagen ihre letzten Stimmbandreserven in diese Europacup-Schlacht. Sie wollen der Mannschaft selbstverständlich damit helfen. Helfen, in den letzten 12 Minuten doch noch die Entscheidung zu erzwingen. Martinez jetzt verletzt. Er muss die Hilfe des Masseurs in Anspruch nehmen. Sie sehen das im Augenblick nicht. Pirkner. Und Eckball. Gonta, der Tormann, hat kurz reklamiert. Robert Zara tritt den Eckball. Und Martinez und Morales haben verfehlt.
Prohaska. Morales hat sich mit letzter Kraft da versucht, in die Flanke hineinzuwerfen. Julio Morales. Heute eine Hauptfigur auf diesem Spielfeld. Er hat den Elfer herausgeholt, der Austria die 1:0-Führung brachte. Und er hat selbst das 2:0 erzielt. Noch 10 Minuten sind zu spielen. Ein Freistoß für Dynamo. Foul an Zeretelli. Ganz knapp am Tor vorbei. Baumgartner hat den Ball nicht mehr berührt. Ja, auf diesen Hubert Baumgartner könnten ganz entscheidende Minuten noch zukommen. Sollte hier ein Elfmeter schießen, die Entscheidung über den Aufstieg ins Finale bringen müssen. Jakubik ist der Mann, der diese Verlängerung hier notwendig gemacht hat. Durch sein Tor wenige Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit. Ein Freistoß für Dynamo. Noch 7 Minuten. Robert Zara. Pospisil. Fehler von Pospisil. Machovikov. Zeretelli. Martinez. Er hinkt, er ist nicht mehr full fit. Birkner. Prohaska. Pospisil. Schiedsrichter lässt hier weiterspielen. Prohaska. Taric. Und Eckball. Birkner dürfte einen Krampf erlitten haben. Zeichen von enormen Anstrengungen in diesen 115 Minuten bisher. Noch etwas mehr als 5 Minuten zu spielen und dann müsste ein Elfer schießen. Über den Aufstieg in das Endspiel entscheiden. Ein Fußballkrimi, ähnlich wie in Split, als die Austria ein 1:1 über die Runden brachte. Die
Die Austria, die heute schon wie der sichere Finalist ausgesehen hat und die jetzt alles geben muss, vor allem alles an physischer Kraft und an Nervenkraft, um doch noch in das Endspiel am 3. Mai in Paris zu kommen. Morales. Vor allem an Morales hat man jetzt gesehen, wie fertig die Spieler beider Mannschaften sind. Morales im Besonderen. Er ist ja bereits 33 Jahre alt, der älteste Spieler auf dem Platz überhaupt. Eine Kontroverse zwischen Birkner und Tormann Gontar. Birkner hat den Tormann beim Ausschuss behindert. Indirekter Freistoß für Dynamo. 4,5 Minuten noch bis zum Ende der regulären Spielzeit. Und es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, beide Mannschaften im Augenblick stehend K.O. Beide Mannschaften haben bereits alles gegeben, was in ihnen steckt. Die Spieler, die im Augenblick auf dem Spielfeld sind, werden auch, sollte es zum Elferschießen kommen, zu diesem Elferschießen antreten müssen. Es ist nicht erlaubt, dann Spieler von der Bank für dieses Penaltyschießen heranzuziehen. Jetzt wieder indirekter Freistoß. Und selbstverständlich für Dynamo Moskau. Der Tormann darf beim Ausschuss nicht angegangen werden. Prohaska. Zwei Minuten sind hier noch zu spielen. Zwei Minuten. Und wenn sich an dem Spielstand nichts ändert, dann käme es zum Elferschießen. Prohaska. Martinez gegen Jakubik. Out für die Moskauer. Machovikov. Petrushin, Minaev. Wieder Petrushin. Und Machovikov. Prohaska schickt Paritz. Paritz für Martinez, Prohaska.
vielleicht die letzte Attacke in der regulären Spielzeit. Wir stehen bereits in der 120. Minute. Robert Zara. Baumeister. Noch einmal Baumeister. Pospisil. Und hier ist das Schlusszeichen, glaube ich, von Schiedsrichter Garrido. Noch eine Aktion. Baumeister. Und das ist der Schlusspfiff. Austria gegen Dynamo Moskau. 2:1. Das erste Spiel 1:2. Und das bringt ein Elfmeterschießen um den Einzug in das Finale des Europapokals der Cupsieger. Wie gesagt, beide Mannschaften haben bereits einmal eine Entscheidung im laufenden Bewerb durch Elferschießen zu ihren Gunsten erzwungen. Wie ich sagte, Dynamo Moskau gegen Universitat Craiova in der zweiten Runde und die Austria in Split gegen Hajduk Split. Ja, und Baumgartner wird als erster versuchen, sich gegen den Elfmeterschützen erfolgreich zur Wehr zu setzen. Baumgartner, der in Split zweimal abgewehrt hat, als die Austria das Elferschießen mit 3:0 gewonnen hat. Und unter den Pfiffen der Zuschauer macht sich der erste Spieler von Dynamo Moskau bereit zu schießen. Es ist die Nummer 9, es ist Kasatschono. Kasatschono gegen Tormann Hubert Baumgartner. Kasatschono läuft an. Und 1:0 für Dynamo Moskau. Tommy Paritz muss versuchen, diesen Vorsprung auszugleichen. Hier noch einmal Kasatschonok gegen Baumgartner. 1:0 im Elferschießen für Dynamo Moskau. Tommy Paritz, der auch in Split den ersten Elfer verwandelt hat. Da muss alles genau stimmen. Da soll man sich nachher nichts vorwerfen dürfen. Paritz läuft an und Tor. 1:1. Der nächste bitte. Noch einmal Paritz gegen Gontar. Und der Mann, der jetzt für Dynamo Moskau schießen wird, ist Maximenko. Maximenko gegen Baumgartner. Beinahe unerträgliche Spannung. Und Tor. Ganz genau geschossen. Unerhört präzise. Ganz genau ins Kreuzeck. Und Hans Birkner, der heute bereits einen Elfer verwandelt hat, muss nun den Rückstand einholen. Birkner läuft an. Schuss und Tor. Da hat nicht viel gefehlt. Gonta war mit den Händen am Ball.
ist das eine Zerreißprobe für Spieler, Zuschauer und natürlich auch für uns Reporter. Nummer 16, Cerretelli. 2:2. Eine fast unglaubliche Ausgeglichenheit. Cerretelli. Und 3:2. Bis jetzt ist der Tormann mit Ausnahme von der Reaktion von Gonta stets in die falsche Ecke gegangen. Prohaska. Die Austria hat ja hier jetzt ein Handicap-Rennen zu bestreiten. Dynamo Moskau legt vor und die Austria muss immer wieder gleichziehen. Prohaska gegen Gonta. Prohaska läuft an. Und Tor. 3:3. Da kommt der gefühlvolle Fußballer Prohaska zum Ausdruck. 3:3. Der nächste ist die Nummer 15, Jakubik. Schauen Sie sich ihn genau an. Er ist der Mann, der in der 90. Minute das Ehrentor für Dynamo Moskau erzielt hat. Der Mann, der also dazu beigetragen hat, dass es zu dieser knappen Entscheidung im Europacup-Semifinale kommen konnte. Jakubik läuft an. Und Tor. 4:3. Der nächste ist Julio Morales. Wieder Baumgartner im falschen Eck. Morales läuft seitlich an. Und Tor. Seitlicher Anlauf. Und sicher verwandelt von Julio Morales. 4:4. Bubnov mit der Nummer 5, einer der dominierenden Spieler in diesem Semifinale. Gegen Baumgartner. Läuft an. Und abgewehrt. Ist das die Möglichkeit? Der letzte der ersten 5 Elfer wurde abgewehrt. Roberto Martinez. Unglaublich, Baumgartner hat diesen nicht unplatziert und nicht leicht geschossenen Elfer abgewehrt. Alberto Martinez hat es jetzt vor den Beinen, die Austria durch die Verwandlung des letzten von 5 Strafstößen in das Europapokalfinale nach Paris zu schießen. Martinez läuft an. Und Austria ist im Finale. Unglaubliche Szenen spielen sich jetzt hier ab.